Hallo, liebe Zuschauer und Freunde. Wohin man sieht, Jubelmeldung für die AfD. Laut Umfragen sind wir in Sachsen, Thüringen, Brandenburg und nun auch in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile stärkste Partei. Und auch in Westdeutschland nehmen die Ergebnisse zunehmend Form an. In Hessen stehen wir bei 19%. Und mit dem beachtlichen Wahlsieg von Robert Sesselmann im thüringischen Sonnenberg stellen wir, also die AfD, erstmalig einen Landrat. Und erst vor wenigen Tagen wurde auch in Sachsen-Anhalt mit Hannes Loth der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister gewählt. Und die Grünen im dortigen Stadtrat haben jegliche Zusammenarbeit mit Hannes Loth ausgeschlossen. Und das, obwohl sie im Stadtrat dort gar nicht vertreten sind. Ohne Worte. Unsere Erfolge und Prognosen stimmen uns und mich positiv. Aber um unser Land dauerhaft vom linksgrünen Zerstörungswerk zu sanieren, müssen wir noch einen weiten Weg gehen. Wahlumfragen reichen da nicht. Die etablierten Parteien haben den Weg der gelebten Demokratie weitgehend verlassen und zeigen das auch immer dreister. Im Fall von Landrat Sesselmann wird eine Routineprüfung vom Innenministerium eines linksregierten Bundeslandes zu einem unwürdigen Demokratiecheck hochstilisiert. Innenministerin Faeser träumt von einem AfD-Verbotsverfahren und verfasst eine Studie, die uns Deutschen Muslimfeindlichkeit vorwirft. Diese Studie ist von Deutschland hassenden Islamisten mitgeschrieben worden. Das ist einfach unerträglich. Der parteinahen Desiderius Erasmus Stiftung wird bis heute die staatliche Förderung versagt und das trotz eines entsprechenden Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Die Stiftung kämpft weiter dafür, dass sie ihr zustehendes Fördergeld auch erhält. Denn nach wie vor fließt jede Menge Steuergeld in linke bis linksextreme Projekte. Wir sehen also, die Kartellparteien geben jede demokratische Zurückhaltung auf, wenn es darum geht, die AfD als Oppositionspartei zu bekämpfen. Der Wind wird vermutlich noch mal rauer werden. Gleichzeitig müssen wir daran arbeiten, eine solide Mitgliederstruktur und Finanzierung zu sichern. Und schließlich müssen wir die Verankerung der AfD vor allem auf kommunaler Ebene und an den Universitäten und in der Gesellschaft im Allgemeinen vorantreiben. Aber, erfreulich, politisch geht ja einiges in unsere Richtung. Das Verfassungsgericht hat den Heizungshammer des Wirtschaftsministers im Eilverfahren gestoppt. Oder sagen wir besser, ehrlicherweise verzögert. Ich fürchte, dass sich die Bundesregierung aber weder vom Wählerwillen noch vom Bundesverfassungsgericht aufhalten lassen wird, wenn es um die Umsetzung ihrer Ideologieprojekte geht. Wir werden wahrscheinlich dieses Gesetz dann eben nach der Sommerpause erleben. Trotzdem, wir werden der Regierung weiter auf die Finger schauen und dieses Projekt auch inhaltlich kritisieren. Kurz ins Ausland. Über eine Woche haben Migrantenmobs in Frankreich randaliert. Anscheinend war die Situation zeitweise außer Kontrolle. Ich fürchte, sowas kommt früher oder später auch zu uns. Der Rechtsstaat zieht sich auch in Deutschland immer mehr zurück. Zum Beispiel in Schwimmbädern, in Parks, in denen Dealer offen Drogen verkaufen. Auch die deutsche Justiz ist nicht mehr maßgeblich, wenn es um Streitbeilegung geht. Immer öfter sorgen hierfür sogenannte islamische Friedensrichter, die nach schweren Ausschreitungen von Clans, Migrantengruppen dort vermitteln. Doch anstatt dieser gefährlichen Entwicklung entgegenzuwirken, zündet die Bundesregierung weiter Nebelkerzen. Zum Beispiel mit einer Studie über angebliche Islamfeindlichkeit in Deutschland, an der seltsamerweise Islamisten mitwirken durften. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber immer mehr Menschen in unserem Land wachen auf. Und eins kann ich Ihnen versichern, die Aufgewachten werden auch nicht mehr einschlafen. Und deshalb glaube ich fest daran, das ist keine Eintagspflege. Lassen Sie uns diesen blauen Aufschwung verfestigen, zu einer dauerhaften Welle machen und so unser Land wieder zum Guten hinwenden. Ich glaube daran, dass uns das gelingen wird. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bei mir. Vielen Dank. Tschüss.